Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt in Train Team World 2. Es ist regnerisch und wir werden heute mit der Class 465 fahren. Und ich glaube, wir stellen uns hier mal ein bisschen unter. Auch wenn es hier ein bisschen reinregnet. Naja, wird schon passen. Ich möchte heute gerne über zwei Sachen quatschen, die mich ein bisschen aufregen. Wobei eins ist echt traurig und das andere regt mich sehr auf. Und zwar ist es Train Team World 3 oder Train Sim Scam World 3, wie ich es gern nenne. Und Railroads Online. Gleich zwei Spiele, die Drama verursachen. Wobei, es ist mehr Railroads Online, was ein Drama verursacht. Und Train Sim World 3, was einfach ein absoluter Aufreger ist und eine Abzocke ist. Hab das ja schon im letzten Video gesagt. Aber ja, so wie gleich mal dazu, wenn wir dann im Zug drin sind. Wenn er denn bald mal kommt. Der. Ja, wird er gar nicht angezeigt. Achso, na, das Ding war davor. 17:19 nach Rainham on time. Pünktlich als wie die Deutsche Bahn. 45 Sekunden noch, bis er da ist. Und anhalten wird er dann ziemlich sicher da vorne. Weil da halt die Tafel. Eins vorweg. Ich werde ohne ABS fahren. Denn bei der Probeaufnahme hat bei mir das ABS nicht anständig funktioniert. Das liegt aber eher am Raildriver. Also werden wir das mal auslassen. Aber beides gehen werde ich dann ohne Interface fahren. Moin. Beschissenes Wetter, ne? So. Gehen wir mal rein hier. Machen wir den Garten hier wieder zu. So. Generalschlüssel. Und ich hoffe, der Richtungswender macht das, was er tun soll. Hat doch nämlich auch schon gehabt, dass der Richtungswender wieder nach Aufgang ist, weil der Raildriver das nicht richtig drin hatte. Warum auf neutral? Will ich nicht auf neutral lassen. Okay, Instrumentenbeleuchtung machen wir mal an. Gehen hier mal auf Tageseinstellung, Scheibenwischer auf langsam. Und machen hier die Bremse an. Und stellen wir hier auf 30. Cool. Dann können wir gerade jeden Moment losfahren. Nice. Die da. Geh aus. So, diesmal. Coole Sache. So, ja, fangen wir mal mit meinem Lieblingsthema an. Railroads Online. Gab es ja wieder den nächsten Fuck-Up vor einigen Tagen. Habt ihr sicherlich schon mitgekriegt in unserem Discord und natürlich auf Steam. Der Discord-Server ist mal wieder dicht gemacht worden, weil es ganz großes Drama gegeben hat. Einer der Moderatoren hat Sachen aus dem Team veröffentlicht, die unter NDA waren, die mitunter gezeigt haben, wie giftig eigentlich so das Klima im Team ist und auch wie toll der Colm dabei ist, sein Team zu führen. Und das hat daran geführt, dass der Community-Chef nix gegangen ist und eben Discord wurde dann recht aktiv drüber diskutiert, was eigentlich los ist, etc. und bezüglich Infos und über die Lage. Und ja, das hat man dann recht schnell unterbunden und dann gesagt, ja, macht man den Discord halt komplett zu. Von nix gab es dann auch ein Video, das war dann halt etwas geschönt, ist irgendwo klar. Und konnte auch nicht so weit wirklich drauf eingehen, wegen dem NDA. Aber ja, die Community ist dann vom Regen nicht drauf wieder reinkommen. Machen wir hier mal das Licht an. Schaut ein bisschen aus. Und dann gab es einfach keine offizielle Diskussion mehr, beziehungsweise Statement nach der Schließung. Das kam dann erst später. Habt ihr vielleicht auf Steam gesehen? Es gab zwei Statements. Einerseits die Ankündigung, ja, übrigens, Discord ist jetzt zu. Und dann mal etwa ein längeres Statement von Colm. Und auf das werden wir dann gleich mal eingehen. Das gleich mal hier anhalten. Dass wir hier eine Punktlandung hinkriegen. Chatham Station.
Naja. Fast. Ein bisschen drüber. So, gehen wir nach draußen. Sehr gut. Und sind on time. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, das Statement, was er gemacht hat, das war super. Er fängt schon, dann schon mit dem an. Ich bin mir dessen bewusst, dass es vor allem im Hinblick auf das Community Management noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Deswegen werde ich mir nur intensiv Zeit nehmen, um das gesamte Team neu zu strukturieren. Da ich nicht abschätzen kann, bis wann die Umstrukturierung des Teams abgeschlossen ist, bleibt die Tür bis auf Weiteres geschlossen, da ich Vorkommnisse, wie sie kürzlich passiert sind, auf alle Fälle vermeiden möchte. Sobald ich Neuigkeiten intensiv auf das Team gibt, werde ich euch natürlich darüber informieren. Da habe ich jetzt gleich mehrere Punkte dazu. Also einerseits das mit dem das Informieren auch über News und Updates auf offiziellen Wege. Funktioniert schon mal seit 2 Monaten nicht richtig. Klar, nix macht seine Devlogs, aber das ist für mich so semi-offiziell. Und dann, da im Hinblick auf das Community Management noch viel Verbesserungspotenzial gibt. Ja, wie wäre es zum Beispiel mit die Community nicht mundtot zu machen? Das ist schon das 2. Mal. Hat man nicht aus dem 1. Mal schon gelernt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. So, wir düsen hier erstmal wieder. Interface weg. Nächster Halt ist Gillingham. Okay. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil jetzt hat sich natürlich die Diskussion auf Steam-Forum verlegt. Und das ist dort noch teilweise eskaliert, dass sogar die Steam-Moderatoren da mit eingreifen mussten. Das ist der Oberhammer. Und jetzt hagelt es natürlich schlechte Bewertungen ohne Ende. Was natürlich nachhaltig für das Spiel überhaupt nicht gut ist, weil es gibt dann ein ganz großes Bewehr. Und was, ich habe mir die Bewertungen teilweise durchgelesen. Und da werde ich halt genau auf das eingegangen, dass das Spiel grundsätzlich vom Ansatz her gut wäre, aber dass das Dev-Team und Community-Management einfach total für den Arsch ist. Also ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen, so wie es da passiert ist. Ich kann eigentlich den Scheibenwischer wieder anmachen. Das ist furchtbar. Hier haben wir mal 50 hier. Ja, also für zukünftige Leute, die es kaufen wollen, die werden das halt sehen. Und da ist es halt ein ganz großes Bewehr. Für die, was sie es jetzt schon haben, macht es halt keinen großen Unterschied mehr. Außer, dass man halt so kaum zeigt, da ist Unmut da. Das ist echt falsch, was ihr da macht. Was eigentlich jetzt den wieder aufmachen sollen. Oh ja. So, 60 als nächstes. Na komm, geh auf 60. Ah, diese Feineinstellung klappt echt nicht so gut. Ja, ich meine, ich habe damals bei meinem Update-Video schon gesagt, ne, gibt es Unruhe im Team und so. Und als Geist, naja, alles super. Und jetzt werde ich ja mit dem irgendwo bestätigt. Ich meine, damals sind es 7 oder 8 Leute gegangen. Jetzt gehen halt wieder Leute. Aus vermutlich ähnlichen Gründen. Aber vor allem, weil halt die Teamführung echt scheiße ist. Und das Kolben mit sich irgendwie kaum reden lässt, wie ich das so mitgekriegt habe. Und was jetzt so ein Problem ist, zumindest von den Leuten, was beim ersten Mal gegangen sind, ist, dass er halt einige Assets jetzt nicht mehr nutzen kann. Das wäre zum Beispiel auch mitunter das Holz. Also das neue Update, an dem sie arbeiten, was ich so in die Devlogs gesehen habe, das ist mehr so eine Verschlimmbesserung als wie eine Verbesserung von dem Spiel. Weil vorher, oder wie es halt jetzt noch so ist, sind ja die Holzscheitel so einzelne Scheitel, die ja nur gut aussehen. Und in den Devlogs war das eine so große Masse mit einer echt schlechten Textur. Das hat furchtbar ausgeschaut. Und da arbeiten sie dann auch wieder an einer neuen Log. Anstelle, wo ich sagen würde, mach doch mal das Spline-Update fertig. Das Neue. Als wie an neuen Features zu arbeiten oder auch generell Usability verbessern und Bugfixing, Performance Optimierung, solche Sachen. Aber ja. Gehen wir mal weiter im Text. Für die erlittene Ungerechtigkeit möchte ich mich persönlich bei der Community und vor allem bei allen Betroffenen entschuldigen. Ich kann verstehen, dass ihr über die Situation aufgebracht und wütend und traurig seid. Es ist meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass solche Vorfälle nicht passieren. Diese Verantwortung bin ich nicht nachgekommen. Ich werde mein Bestes geben, damit sich solche Ergebnisse nicht mehr wiederholen. Ja, ich weiß nicht. Hab gar ein gutes Gefühl, dass es dann in Zukunft wirklich viel besser wird als wie vorher. Und dann an der Entwicklung werde ich weiterhin arbeiten. Ich werde euch regelmäßig Updates posten. Ah ja, man mag sehen. Also die letzten 2 Monate waren keine offiziellen Updates da.
Und ja, aufgrund der zahlreichen Forumsbeiträge habe ich mich dazu entschlossen, mich primär darauf zu konzentrieren, die bestehende Version zu verbessern und vorhandene Bugs zu entfernen. Auf dem erhaltenen Feedback zum Spline-Update habe ich geschlossen, dass dieses an das bestehende System angepasst werden muss. Diese Anpassung werde ich parallel zur Verbesserung der aktuellen bestehenden Version vornehmen. Ja, es ist irgendwie so nichts aussagend, finde ich. Aber, ja. Es hat Potenzial, aber ich, für mich ist das Spiel jetzt erstmal gestorben, bis sich da nicht wirklich mal was Aktives tut. Mit wirklich regelmäßigen Updates, eine gute Community und Fortschritt im Spiel, dass man da was zeigen kann. Ja, schade. Hätte wirklich Potenzial. Traurig. So, was ist eigentlich der nächste Halt? Rainham. Ja, und dann wird es halt mit Train Sim World 3. Das ist einfach so ein Scam, den sie da abziehen, aber das habe ich eh schon in dem anderen Video gesagt. Dass es da halt nicht mal für Besitzer von Train Sim World 2 wie so eine Vergünstigung gibt. Und es sehe halt nach wie vor keinen schlüssigen Grund, warum sie jetzt für das neue Wettersystem und für die zwei neuen Strecken, also ich beziehe mich wirklich auf die effektiv neuen Sachen, das nicht mit Train Sim World 2 machen konnten. Und leider wird der größte Teil der Community mitmachen, weil sie halt den neuen Scheiß sehen wollen. Und es tut dann halt After Games nicht weh. Also die Community müsste eigentlich im Gesamten hergehen und sagen, nee, wir kaufen es nicht. Dass sie wirklich mal boykottieren. Das würde ihnen dann wehtun und auf das würden sie dann reagieren. Aber das wird halt nicht passieren. Alle großen YouTuber werden dann eben mitziehen. Was natürlich geil wäre, wenn sie dann mitziehen. Das ist ein ganz großes Drama. Auf zwei Seiten. Rainbow Sonne und Train Sim World 3. Ich würde euch raten, kauft euch das nicht, wenn es am Anfang rauskommt, sondern wartet auf ein Sale oder so. Gibt es After Games nicht euer Geld. So, wir werden jetzt dann demnächst Halt erwarten hier. Mal runter in der Geschwindigkeit. Oh, was? Okay, da bin ich jetzt viel zu schnell rein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es wäre eigentlich schön gewesen, wenn du das irgendwie anzeigt hättest, dass du da hier nach rechts reinfährst. Okay, nichts passiert. War noch ein bisschen schnellere Kurvenfahrt hier. Jetzt mit einer Retour oder wie? Komm, brems. Cool. Dann werden wir hier mal abrüsten. Maximal, gehen wir hier mal auf aus. So. Komm. So, dann. Hier gesehen und den Führerstand und wechseln Sie ans andere. Ja. Gut. Gehen wir mal hier raus hier. Ab in den Regen hier. Ah, eigentlich kann ich gerade die Zugschlusslichter hier anmachen. Taillights. Ja, passt. So, oder? Ja, was willst denn du? Auf neutral? Warum nicht auf... Oh, Spiel. So, jetzt zufrieden. Okay, nur wegen am DRA hier. So, tada. Tschüss. Ab auf die andere Seite. Moin, Hochgeschwindigkeitszug. Oh, wir dürfen gerade schon wieder fahren. Ich glaube, wir halten den auf. Südele.
Machen wir mal das. Komm. Bitte einmal rein. Danke. Das machen wir gerade wieder aus. Tagfahrt. Haben wir drin. Taillights sind aus. 7:33. Dann gehen wir hier gerade schon mal wieder auf vorwärts. Hoffentlich bleibt er auch so. Lichter kontrollieren. Sun gut. Sun gut. Warten wir auf die Abfahrt. Ja, also Chains in World 3. Ich weiß nicht. Entweder muss der Shitstorm höher sein oder halt boykottieren, damit sie halt irgendwie was draus lernen. Es ist wirklich traurig zu sehen, wie sie halt damit durchkommen. Ich weiß, damit wiederhole ich mich, aber es ist echt traurig. Ich kenne keinen anderen Publisher, der das so durchzieht, wie sie das machen. So. Diesmal mal. Oh, scheiße, eine Sache habe ich jetzt vergessen. Bitteschön, anmachen, danke. Ah, GR25. So, und jetzt gleich nochmal von der anderen Richtung. Aber das habe ich echt übersehen, was er uns hier reinbringt. Hm. Wollen wir beim letzten Mal nochmal aufpassen, weil das war jetzt echt fies. 90. Gut, Maximum Geschmacks ist. Bei uns wäre das dann 75. Schneller Fahrt, das Ding hier nicht. Ah. Naja, aber zur Ablenkung spiele ich jetzt gerade für mich so ein bisschen Sweet Transit. Ist wirklich ein schönes Spiel und wird echt knackig, wie man dann später reinspielt. Und Two Point Campus. Schönes Spiel. Also wer zum Beispiel Two Point Hospital kennt, ist ähnlicher Humor, gleich witzig. Ich mag das. Wird auch ziemlich knackig, wie man dann überall versucht, dann die 3 Sterne zu kriegen. Hab ich jetzt nicht überall geschafft, aber ich versuch's zumindest. Hab mir auch überlegt, ob ich euch das mal kurz zeige. Das ist für mich so irgendwie so ein Entspannungsspiel. Die Büsche sollten wir hier vielleicht noch ein bisschen stutzen. Die sind ein bisschen arg nah dran. Und 60. Na komm. Ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, der Halt kommt jetzt bald. Wie weit ist er noch? 1,4 Meilen. Ja, gut, da können wir noch ein bisschen Gas geben. Ja, soweit keine schlechte Fahrt. Und ab hier wäre es dann 60. 0,9 Meilen. Gut. Ah ja, da ist ja wieder das eine Depot. Ist 60. Die Waschstraße habe ich hier komplett übersehen. Ist sogar an jetzt vom Geräusch her. Einsehen. Ja. Hätte wesentlich später bremsen können. Ich dachte gerade nach dem Häuschen wäre es jetzt schon gewesen. Da ist er ja.
Ja, jetzt eine Punktlandung. Ja, ich glaube nicht ganz. Ja, wobei. Ja, doch, Punktlandung. Cool. Aber ja, ich hätte später bremsen können. Sind wir on time? Ja, sind wir. Cool. Schauen wir uns das mal von außen an. Aber um auch mal was Gutes zu sagen, ich freue mich da jetzt schon mal auf größere Strecken. Also vor allem längere. Dass man da mal wirklich mal anständig ein bisschen fahren kann. Und ja, auf das Wettersystem bin ich schon mal ein bisschen gespannt. Dass wir ja dann wirklich so Schnee rumliegen haben. Solche Sachen. Aber ja. Jetzt hat alles mit Train Sim World 2 auch machen können. Oh, fehlt hier was? Das ist ein Collectible. Bin mir nicht sicher. Das wäre auf alle Fälle etwas, wo man hingehen könnte. So, diesmal wieder. Türen verriegeln. Und tschüss. Chatham! 47. Das wird aber sportlich. 1,4 Meilen. So, hier 35, 60. Gleich wie vorher. Ja, schreibt sofort in den Kommentaren, wie eure Meinungen zu Train Sim World 3 und deren Zukunft sein wird oder ob sie auch gerade zu Anfang jetzt schon kaufen wird und natürlich Railroads Online, falls ihr das gespielt habt. Oh, 30. Mal runter. Mal ein bisschen langsamer werden. Eigentlich ausmachen. Wing Collegie. Jetzt noch ein bisschen schneller hier. Jetzt gerade noch im Tunnel 30. Ja, da vorne. So, schreibt man das hier wieder ein. Ja, aber da stand jetzt gerade 35, 50. Und das wollte ich jetzt gar nicht. 50, hä? Aber da war doch 30 angekündigt. Okay. Gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Jetzt sind wir zu spät. War ja klar. Doch, hier 30. Ah. Hab schon recht gehabt. So, das kann man wieder ausmachen. Wäre doch cool, wenn man hier so einen Sensor drin hätte, dass wenn es dunkel ist, dass er automatisch hier umschaltet. Fällt mir jetzt gerade ein. Hat die Vectron eigentlich sowas? Dass wenn es Tunnel reinfährt oder so, dass er dann. Oder generell, wenn es da dunkel wird, dass er dann automatisch die Lichter umschaltet. Oder ist das ein No-No? Gut. Tür auf. Naja, ein bisschen drüber. Oh, der Bahnsteig ist erlaubt. Du. Haben eigentlich hier in der Nähe was zum Sammeln. Warte mal gucken. Da steht aktiv gar nichts.
Mit der Kamera kann ich ja nicht rangehen, oder? Nö, zählt ja nicht. Welcome to Chatham. Der Zug ist gar nicht angekündigt. Dich gibt's gar nicht. Und die Türen sind auch zu. Okay. Ich glaube, ich sollst du hier vielleicht gar nicht halten. War das du? Ist bitte Signalrot? Mal ganz kurz gucken. Ja, ist es. Okay. So. Hier machen wir eine Fliege. Sehr gut. Maximum Schmackes. Rochester. Ich mag die Tunleiter, wie er da hoch und runter geht. Und da ist das Tunnelportal verschwunden. Ach ja. So. Ja, erstmal kurz einen Kaffee gönnen. Ja, ohne Kaffee könnte ich echt nicht überleben. So geil, dass der Avatar das so leicht ein bisschen andeutet, wie ich das trinke. Also, Doppelgelb. Das ist unser Endhalt. Schreibt mich ja mal wieder an. Da sind sich alle so einig gewesen mit der Station. Da Chatham, dann kommt gerade das hier. Und da unten Rochester. Alle 500 Meter auseinander entfernt. So, einfach gelb. Nächstes Signal ist den rot. Theoretisch. Hoffe auch mal praktisch. Moin, Kollege. Oh, da jetzt gerade ein Collectible auf der Seite. Haben sie das gerade noch holen können? Die Türen auf. Sehr nice. Komm hier auf Bremse B2. Das kannst du haben. Dann machen wir noch die RA hier an. Ja, wir machen es da auf neutral. Ja, hab ich doch. Was willst du von mir? Und auf aus. Komm, geh auf aus. Und den hier raus. Können wir die Zugschlussdichte wieder anmachen. Ballast, zieh den Zug. Mach mal. Komm, Tür auf bitte. Gut gemacht. Ein anderer Fahrer übernimmt ab hier. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, ich denke mal nicht allzu schlecht. Komm, zeig mir die Daten. Komm schon. Okay, ja, so weit es geht, gar nicht mal so schlecht. Haltegenauigkeit? Boah, 0,158 Yard. Ja, könnte schlimmer sein für mein Verhältnis. Und ich glaube, warte mal, wo war das mit 25? Das glaube ich, müsste eigentlich hier gewesen sein, ja, wo ich ein bisschen drüber geschossen bin. Sonst bin ich eigentlich recht brav gefahren. Ja. Na gut, liebe Leute, das ist gewesen vom Video. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüdelü und gute Weiterfahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.